Aber wir machen jetzt weiter mit unseren Sardinen. Weil wir haben ja das Mittelmeerreich gegründet, wodurch wir alle Mittelmeer angrenzenden Grafschaften erobern dürfen. Aber wir sollten versuchen, Italien zu vereinen. Weil Italien als Großkönigreich ist halt das, was für meine Fraktion am ehesten funktionieren würde. Weil es ja anliegt. Also ich besitze ja schon einen Teil von Italien. Wir haben ja schon Sardinien, Sizilien. Wir haben Mallorca, Menorca, Ibiza eingenommen. Das Teil, was hier unten vom Byzantischen Reich, Kaiserreich ist, ist uns ja erstmal egal. Aber Ziel wäre ja eigentlich, Italien zu formen. Weil das ist halt das Großreich, was für diese Region vorgesehen ist. Und City Skylines wurden nicht von Paradox entwickelt, aber die wurden von Paradox eingekauft, die Entwickler. Weil es gerade im Chat gesagt wurde. Und der zweite Teil ist so unter der Schirmherrschaft von Paradox mit entstanden. Ich möchte da gerne sehen demnächst, wie der Einfluss von Paradox auf diese Serie eingewirkt hat. Weil du hast bei Age of Wonders 4... Oh, ist 4, ist nicht 3. Oder ist es 3? Ich sag einfach, beim letzten Age of Wonders, was rauskam, hast du schon gemerkt, dass so ein bisschen Paradox-Einfluss drin ist. Wie die ihre Spiele aufbauen. So, ich muss mal kurz überlegen. Wir haben einen richtig dummen Krieg, einen Religionskrieg. Und ich war auch richtig dumm gestern Nacht, also schon richtig müde, ist mir aufgefallen. Weil es ist ein Religionskrieg. Also warum habe ich nicht einfach die, mein Kriegerorden ausgehoben, der ja kostenlos ist für mich, und habe die einfach sich prügeln lassen da oben. Total dumm. Stattdessen habe ich meine eigene Armee losgeschickt und die hat richtig Ärger bekommen. Wurde mich verprügelt gestern Nacht noch. So, ihr könnt erstmal da stehen bleiben, weil ihr müsst euch wieder auffüllen. Moment, das ist kein verbündetes Gebiet. Du musst hier hoch, in die Baronie von Karsek. Ihr könnt gerne versuchen zu belagern. So, ich habe eine hervorragende Übersetzung durchgeführt. Und es war all diese Anstrengungen lohnenswert und habe einen Bildungsvorzug bekommen, der mir überhaupt nichts bringt. Guten Tag, Eule. Jetzt wäre meine... Die werden jetzt auch verprügelt. Die Kamele bringen auf dem Berg nichts. Gehen wir dann in die Stadt. Auch Gebiet von Verbündeten. Was ist los, Hund? So, euch bringen wir noch die orthodoxe Kirche. Ach, das Schlimme ist einfach wieder, es ist ein Krieg, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ich hätte den gar nicht führen müssen. Aber ich muss zwischendurch von meinem Hund leider das Spielzeug hin und her schmeißen. Der ist gerade ein bisschen aufgedreht. Oh, danke Hund, dass du deine Nase an mir abwischst.
So, mein Enkel kann heiraten. Ach, die haben inzwischen alle so gute Sachen, ey. Wunderschön, aber Keucher und Riese. Naja. Kann sein, dass du wieder mit den meisten verwandt bist hier. So, das ist nur die Nachricht dafür, dass wir jetzt auf Jagd gegangen sind. Die Heirat wurde angenommen, die ich gerade durchgesetzt habe. Oh, es sind so viele Leute von uns auf der Jagd mitgegangen. Macht nichts, passt schon. Bin 67, sollte vielleicht bald nicht mehr jagen gehen. Weil das wird ein bisschen zu gefährlich. Nicht, dass ich sterbe. Krasser Verwalter mit 30. Ich glaube, den habe ich einfach eingeheiratet. Was ich immer allen Leuten empfehlen würde, wenn ihr Höflinge habt, einfach gucken, wer unverheiratet ist. Und versuchen, wenn ihr gerade jemand verheiraten könnt, die in euer Haus reinzukriegen. Ich könnte jetzt auch dann eine weibliche, ich glaube, Frau darf das überhaupt nicht bei mir machen. Aber sagen wir, du hast eine Frau hier, die du verheiraten kannst, die könnte natürlich mit einer Matrilinär-Hochzeit, dass die bei mir in das Haus der Frau eingeheiratet werden, können wir natürlich einen anderen Verwalter holen. Naja, der gehört jetzt schon zu uns. Aber manchmal musst du leider auch Vasallen den Posten dann geben. Ich habe jetzt irgendwann aufgehört, meine Leute zu benennen. Falls ihr nur heute dabei seid und nicht die letzten Tage dabei wart. Wirst du eigentlich nochmal XCOM spielen irgendwann? Das Problem ist, es kommt ja nichts mehr bei XCOM. Ja, aber du kannst die Vasallen inzwischen mit Festen bei Laune halten. Die Jagd macht ja auch Vasallen zufrieden. Also Hauptsache, du beschäftigst dich irgendwie mit denen. Das reicht ja auch. Und wenn du als Herrscher legitimiert bist und kein Kind bist, passt das eigentlich. Da musst du denen auch keinen Ratsposten geben. Ah ja, und ich versuche zurzeit alle meine Leute zu bekehren, dass sie Hexen werden. Für den Hexenzirkel. Das ist aber gar nicht so einfach, weil wir haben, glaube ich, über 100 Leute in unserer Dynastie. Das ist schon ein bisschen groß geworden. Aber ich glaube, ich gehe gerade die Reihe hier durch, die zweite. Darunter sind ja auch meistens die Kinder im Moment. Ja, es war Kevin. Kevin war ja irgendwie nicht mehr bei uns im Reich. Den habe ich irgendwann mal abgegeben.
Sondern früherer Haupterbe hat seine Frau verloren. Alessius de Cheflon. Ja, das neue DLC bringt halt das, was du vorhin gesehen hast, wenn du jetzt irgendwo hinreist oder irgendein Event machst, also es ist auch im Patch halt drin, musst du halt da auch hinreisen. Also du bist halt aktiv dich am Bewegen auf der Karte mit deinem Herrscher und dir können auch unterwegs Sachen passieren. Was halt dann dazu führt, dass du dir wirklich so ein bisschen Gedanken machst. Du kannst halt mit dem DLC eine Prachtreise machen, kannst dadurch Steuern einnehmen mehr oder die Vasallen besuchen und nur mit denen Feste machen, um dich mit denen besser zu stellen. Das ist übrigens eine Sache, die kannst du sehr gut machen, wenn du gerade das Reich übernommen hast und genug Geld dafür hast. Dann kannst du nämlich alle Vasallen einfach mal abklappern und versuchen, die Meinung zu verändern von denen dadurch. Oder bei Prachtturnieren Prestige zu sammeln. Durch den Patch sind jetzt auch die unterschiedlichen Vasallen. Moment, lass mich nicht lügen. Falscher Reiter. Werden jetzt eingeteilt in Vasallenarten. Parochial gibt es halt, es gibt höfische Vasallen, es gibt aber auch Eiferer. Und die mögen halt unterschiedliche Sachen. Dann könntest du natürlich versuchen, eine gewisse Eiferergruppe, eine gewisse Vasallengruppe zu erzeugen. Und diese Vasallenhaltung entsteht halt durch deren charakterlichen Eigenschaften. Also das unherrenhaft Denker zum Beispiel, wo jetzt inzwischen auch übrigens mehr Informationen hinter versteckt sind. Um das ein bisschen klarer zu machen, welche Vasallen du in deinem Reich hast und was die letztendlich mögen. Wobei ich finde immer noch, wenn ich halt eine prestigereiche Reise mache und alle besuche, dann sind die auch alle danach ein bisschen mehr happy. Solange ich nicht rumreise und von allen irgendwelche Sonderforderungen holen will. Werd ruhig rachsüchtig, mein Mündel. Und dementsprechend gibt es natürlich lauter neue Events. Ich glaube, es ist ein guter Start in die neue Sea-Season. Bin eh lüsternd, oder? Ah nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja nicht mehr meine Mutter. Ihr könnt hier unten in der Baronie bleiben, das ist eine 3. Anstatt die 30 Euro zu investieren, ist es halt so, du kannst ja den Season Pass 2 kaufen, der die DLCs für ein ganzes Jahr beinhaltet. Das ist ja die neue Taktik, sag ich mal. Ich wusste, dass die eine Affäre von mir ist. Ne, stimmt gar nicht. Die ist ja eine Affäre von meiner... von Königin Elidonda, Moment. Von meiner Frau. Ach so. Nee, das ist meine Affäre. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Affäre habe. Wahrscheinlich ist sie noch aus der Zeit, bevor ich der König wurde, als Spielcharakter. Aber ich werde einfach alles versuchen, dass sie glaubt, dass ich keine Affäre mehr habe.
Lebt Bon Stronzo noch? Ich glaube schon, dass der noch lebt. Gehen wir raus und jagen Wolf. So, mich selbst mal mit Kräutern eindecken. Und wir machen, wir schneiden den Wolf den Weg ab. Wir machen einen auf Nummer sicher. Ich habe keine Lust, dass uns diesmal was passiert. Ich bin ein rüstiger alter Mann schon. ...50, 60, 70... ...75... ...82. Vertraue Rudolfo. Um die Fährte des Wolfes wiederzufinden. ...41% die Bestie entkommt. Oh oh. Es geht auf Bernhard zu. Auf meinen Enkel. Aber Bernhard... Ah ne, wurde doch verwundet. Das war ja wieder ein richtiger Nervenkitzel. Würde ich das dem Gast geben? Aber König Hartwig von Italien, mit dem habe ich schon 100. Dann nehme ich das selbst, den Kopf der Bestie. Noch einmal jagen, dann haben wir auch die zweite Stufe erreicht und müssen nie wieder jagen gehen. So, und wegen der Frage immer noch wegen Bon Stronzo, wie gesagt, ich weiß es nicht. Wie soll ich den denn an meinem Hof schützen? Gar nicht. Tut mir leid, auf die Events jetzt nicht so eingegangen sind. Wir sind aber so gesehen im Part 14 auf YouTube. Und wir haben eigentlich die Jagd-Events schon alle mitbekommen. Deshalb fasse ich das immer nur kurz zusammen. Direkt wieder jagen gehen. Weil meine Kultur einen Bonus hat, dass ich eine verkürzte Zeit habe zwischen den Jagden. Wäre auch mal schön, wieder eine Sichtung zu haben von dem Tier oder mal wirklich ein legendäres Tier zu sehen. Weil es gibt halt legendäre Tiersichtungen und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Das kennen wir noch gar nicht. Mein Fürst, verkündet mein Ritter Lexus mit überraschender lauter Stimme, hält stolz im Stoff eingewickeltes Paket in die Höhe. Man sagt, dies sei das heilige Banner Mohammeds, eine Reliquie aus den Tagen des Propheten und ein Symbol des gesamten muslimischen Glaubens.
Ja. Und wenn wir muslimisch wären, würde uns dieses Banner sogar richtig viel bringen. Versuchen wir nochmal die Armee von dem auszuschalten. Ihr wollt ein Reh jagen. Nee, lass uns einen Wolf jagen. So, es geht darum, dass jemand aufdecken könnte, nee, stimmt gar nicht. Das ist im Moment auf der Jagd Kräuter sammeln. Das ist natürlich nicht zierlich für einen Mann, weil wenn du dich mit Kräutern auskennst, könntest du ja auch eine Hexer sein. Eine Hexe sein. Da muss ich ein bisschen ablenken. Du hast mich übrigens bei YouTube 1 auf die Spielreihe Mass Effect aufmerksam gemacht. Es ist ja auch eines der besten Spiele aller Zeiten. Jedenfalls die Grundreihe von 1 bis 3. Andromeda hat es nie gegeben. Aber ich habe gehört, manche Leute hatten damit auch Spaß. Ein Jagdgreifvogel. Den behalten wir selbst. Es gibt 3 Mass Effects. Die anderen sind ja auch gut. So, wir haben Wilderer bei uns. Na, das sind die uralten Stammrechte einfach im Wald zu jagen gerade. Warum gibt es dann nur zu Teil 1 ein Remastered? Also, die Trilogie, wie sie neu rauskam, wurde eigentlich, also beziehungsweise Teil 1 wurde am meisten verändert. Teil 2 und 3 wurden aber auch ein bisschen angeglichen. Nicht so, dass es ein ganz neues Spiel wurde. Aber 1 hat die meiste Hilfestellung bekommen, weil die einen relativen Umbruch hatten von Teil 1 zu 2, was Steuerung, Kampf und so weiter anging. Mein Pfeil hat das viel verfehlt. Wahrscheinlich, weil ich altersbedingt einfach schon... ich habe schon minus 19 im Kampfgeschick. Auf dem Rückweg verirren wir uns. Dann nehmen wir halt einfach einen anderen Weg. Du versuchst mich gerade zu ärgern, weil ich nur Teil 1 gezockt habe. Ja, tut mir leid, man kann mich schlecht ärgern. Da musst du schon anders kommen. Prinz Aldente ist verstorben. Mein Rivale. Nur weil ich mit seiner Frau geschlafen habe. Der soll sich nicht so anstellen. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder, warum ich die als Affäre hatte. Das war, als ich unterwegs war und meine ganzen Vasallen besucht habe. Ich erinnere mich noch, ich habe gesagt, der ist ein Vasall von mir, da kann ich auch seine Frau haben. Weiter, sag, hörst du mal auf? Danke.
Zwillinge, das zweite Mal in meiner Dynastie. So, es wird Zeit, dich mit dem gehörnten Gott bekannt zu machen. Das dauert gerade übrigens alles immer ein bisschen länger, die Leute in Hexen umzuwandeln, weil das immer pausiert wird, sobald ich eine Reise beginne. Mal kurz die Versorgung aufmachen, beziehungsweise auf 100 wieder auffüllen, aber ich sehe, die Versorgungsschwelle ist da zu niedrig. Ach, warum habt ihr denn kein vernünftig ausgebautes Gebiet? So wie mein Verbündeter da hinten. Ich habe noch Platz für ein weiteres Buch. Nee, brauche ich nicht. Nee, du bist nur schlau. Die DNA ist stark in meiner Familie. So, Prinz Lucio. Ist die Entscheidung gekommen, ihm zu zeigen, dass der gehörnte Gott besser ist als der richtige Gott und ihm zu sagen, dass ich auch eine Hexe bin. Und jetzt muss ich gucken, an welcher Stelle Prinz Lucio war da. Oh mein Gott, so weit bin ich erst gewesen. Ich habe erstmal den ganzen Cousins, Cousinen, Brüder, Schwestern und sowas umgekehrt. Die Armee löse jetzt auf. Es reicht jetzt, dass wir mit dem Kriegerorden unterwegs sind. Also nur, weil reicht, um die Schlachten zu gewinnen. Dann kann ich am Hof wieder machen, dass der hier Befehlshaber ausbildet und du kannst wieder anfangen, Kultur zu fördern. Und ich überlege gerade, warst du nicht irgendwo schon dran? Die hatten wir schon alle. Können hier auf Ibiza gerne die Kultur schon mal anpassen. Du Sardine-Kultur.
Stopp. Wir gehen direkt weiter, die nächste Armee angreifen. Dann können wir nämlich, lass mich nicht lügen, endlich den Krieg beenden. Beziehungsweise ist ja nicht mein Krieg. Guten Tag, F-Dax. Bitte ärgert ihr nicht, ich hoffe auf einen gut gelaunten Proof, der irgendwann mal die Rome 2 Römer-Kampagne beendet. Bin ich nicht gestorben letztes Mal? Die Römer-Kampagne in Rome 2 ist doch, so richtig abgefuckt gewesen. So, Kriegerorden ist entlassen. Beim Ratsverwalter ist irgendwas passiert. Da müssen wir den 27er einsetzen. Also wenn wir jagen gehen, dann müssten wir jetzt Falknerei machen. So, machen wir nochmal die mystische Kommunion abhalten. Ein bisschen Schutz und Führung durch Gott. Gott hat mich zum Imperator gewählt. Denn genau so läuft das hier. Versuchen wir nochmal eine Waffe herzustellen, die vielleicht besser ist als meisterlich. Ich überlasse es euch, eure Einschätzung, welche Waffe geschmiedet wird. Sie soll nur die Stärke der Sardinen zeigen. Von Krieg zu Krieg, die haben 1000 Truppen, dann kann ich wieder komplett mit den Kriegerorden arbeiten. Und mit meinem Kriegsvolk. Auch schon meine Mangonellen. Dein Erbe ist auch schon wieder 30. Ihr wollt schon wieder irgendwo ansiedeln. Ja, seht euch hier oben an. Da könnt ihr viel besser Pacht bezahlen an mich. Ich glaube, du bist der letzte Sohn von mir, der jetzt gerade erwachsen wird. Der auch ein Genie ist, meisterhafter Philosoph und theoretisch auch ein besserer Erbe.
Mal gucken. Kurz vor meinem Tod kann ich ja noch die Ehren ein bisschen umstellen. Regt sich im Schlaf, als ich durch ihr Fenster steige. Wer geht da? Weil sie mit schwankender Stimme wissen, mein Name spielt keine Rolle. Ich komme im Diensten von der gehörnten Gottheit. Colella springt eilig aus dem Bett und greift nach etwas auf ihrem Nachttisch. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich will nichts mit euch oder euren Lügen zu tun haben. Schafft euch fort, Dämonenbrut, schreit Colella. Und ich gehorche zügig. Falsches Gemach, verzeiht. Aber es ist die erste Bekehrung zu einer Hexe, die nicht funktioniert hat. Ich sollte mal Geld einsparen, damit wir mal die Burg verbessern können. Ich muss mich kurz mal dran denken. Sei gegrüßt, schön, dass ihr mich huldigt. Ich nehme euer Geld gerne an. Kann ich das noch nicht. Ach, Festungsmauer muss noch geforscht werden. Bildungslebenswandel, mit dem ich nichts anfangen kann. So, du bleibst auch da drauf. Jetzt brauchst du noch einen Vormund. Zum einen darfst du eine Sprache lernen und du kriegst einen Vormund gestellt. Der mit dem Bildungs... Ja, ich bin das am besten. Solange ich noch lebe, dann kann ich dich auch direkt zur Hexe umwandeln. Na schön, ich schaffe die nächste auch schneller, als er meine einnehmen kann. Guten Tag, HZ1, Alter. Das Herzogtum schaffen wir sofort. Das vergebe ich direkt an jemanden. Warum nicht direkt an meinen Prinz Marino-Sohn?
Dein Vormund ist bestimmt gestorben. Summe aller Werte. Ich will meine Bande auch nicht mit dir verändern. Hatte ich das nicht gerade abgegeben? Und ich habe wahrscheinlich vergessen, das noch zusätzlich anzuklicken. Bei dem gehören die Domänen jetzt und der übergeordnete Titel. Toll. Es gab auch kein einziges Event zwischendurch, um darauf Einfluss zu nehmen wieder. Und der ist nicht besser als das, was ich schon trage in meiner Hand. Jetzt gehen wir aber zur Falknerei runter. Achso, stimmt ja. Ich bin ja jetzt erstmal bei einer Aktivität. Ich kann keinen Krieg erklären. So, jemand möchte mir meine Karten legen unterwegs und meine Zukunft mir erklären. Aber ich rekrutiere ihn für meinen Hof. Ich weiß gar nicht, wo die Option herkommt, die gab es am Anfang nicht. Wie beim anderen Herrscher gab es, also mit meinem ersten Herrscher gab es die nicht. Der Ruf der Wildnis zu folgen ist stets ein Abenteuer. Die Großzügigkeit der Wildnis. Okay, vor Ort habe ich wohl einfach ein Wolfsfell gefunden. Das lag da so rum. War vom Text jetzt nicht 100% erkenntlich. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt eine Burg nochmal baue, wo meine Adelsfamilie dann drin leben würde, geht das als eine weitere Domäne, wenn das in einer Domäne drin ist? Ich glaube nämlich nicht. Ganz Fasan. Hase. Vor allem die Gefahr lädt leidlich sicher 3 von 5. Was soll die Gans denn machen? Okay. Man unterschätzt Gänse, weil Gänse sind Revierverteidiger. Gerne. Das sieht man nämlich gerne mal, dass Gänse und so Kinder angreifen, die die halt ärgern. Vor allem, wenn Gänse nisten, können die super aggressiv werden. Aber, dass ich als erwachsener Mann eine Gans fürchten muss.
Scheint mir gerade nicht so sicher. Wir sehen wieder nützliche Kräuter am Wegesrand. Wie ist es eigentlich, wenn ich Rom einfach mal orthodox mache? Alle orthodoxen Verwaltung plus 1, Entwicklungszuwachs plus 10%. Dann haben wir noch in Alexandria eine heilige Stätte. Und Antiochia. Was soll schon schief gehen? So, es gibt eine Freisichtung zu einer Gruppe brauner Gänse, die in einem Teich vor uns baden. Liegt mein Kleiner. Anstatt aufzuschwingen, scheint mein Falke sich einfach auf den nächsten Baum zu setzen. Von dort starrte er mich mit seinen leeren, gefühlslosen Augen an, als hörte er mich nicht gerade vor der gesamten Jagdgesellschaft blamiert. Ich rufe ihn, damit er wieder herunterkommt. Er ernte jedoch lediglich das unterdrückte Lachen der anderen Jäger. Ach, ich vertraue an die vertraue der Ausbildung meines Jagdvogels. Falknerei haben wir übrigens auch noch nicht so oft gemacht. So, ich schaue mir an, wie mein Vogel Falke ein Ziel anvisiert und sich hoch in die Lüfte schwebt, erhebt. Die Treiber haben die lärmenden weißen Gänse aufgescheucht, die nun die Luft mit dem Geräusch ihrer flatternden Flügel erfüllen. Er stürzt herab wie ein Blitzschlag. Ein Moment später vernehmen wir das hörbare Krachen des Aufpralls, als seine Beute vom Himmel herabfällt. Und zwischendurch wird noch ein Kind geboren. Eine Gansfeser. Was ein bisschen merkwürdig ist, die Falknerei kostet als Aktion mehr, aber die Prestige-Objekte, die du dadurch kriegst, sind einfach schlechter, die du als Schmuck ausführen kannst. Na, dafür kannst du die halt tragen, aber alles andere ist besser, als diese Feder zu tragen. Schenke ich meinem Cousin. Balthasar, lässt du mein Bein los? Reicht dir. Du hast alles. Oh, Hund. Ich hab was Weißes an. Und du hast gefurzt beim Hochheben. Dankeschön. Leg dich hin, Stinker. Ja, muss gar nicht so rumschnaufen. Hübsche Frau, wird Diplomatin. Wenn sie überhaupt dazu kommt, ihren Beruf auszuüben später. Hofheit mache ich ja nicht, weil es nur negative, immer noch so ist, dass es eigentlich nur negative Eigenschaften bringt. Oder Leute streiten sich oder ärgern sich, deshalb mach einfach nie den Hof. Außer du hast wirklich totale Langeweile, aber das hat man ja zum Glück nicht.
Komm noch her, ich zeig dir, was ich kann. Das scheint fast nur die Ritter von dem zu sein. Zeige dein wahres Ich, dass du auch eine Hexe bist und du brauchst noch mehr Hexen. Was habt ihr denn da drin? Reiter und Bogenschützen. Ja, ihr habt sehr viel Kriegsvolk. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schneller als die. Wir können natürlich versuchen, schneller zu belagern als wir. Aber ich glaube, das packt ihr nicht. Ne, wir gehen nicht mehr auf Jagd. Wir machen jetzt nur noch Bekehrung. Immer wieder schön den Papst zu verprügeln. Warum habe ich ihn mir auch schon abgenommen? Eure Enkelin Rosina kann heiraten. Bitte nur in meine Familie einheiraten. Eigenschaften für Erbliche. Die gehören zur Familie alle. Du bist ein Höfling. Ach, ihr seid verwandt. Ihr seid nicht verwandt. Warum greift er mich mit 300 Leuten an? So, die Zeit ist gekommen, ob du eine Hexe wirst und ich zeige dir, dass ich auch eine Hexe bin. Ach, das ist so mühselig, Leute.
Weil ich so spät damit angefangen habe. Normalerweise machen Hexen ihre Kinder auch alle zu Hexen. Ja, ich bin ein gelernter Schädelöffner. Als Okkultist mögen meine eure eigenen Kräfte gewaltig sein. Doch es gibt immer noch eine Barriere, die euch zurückhält. Eure Magie könnte die ganze Welt erobern, wenn ihr den Luftgeistern nur erlauben würdet, in euren Schädel einzudringen. Ich lehne ab, aber vielleicht kann mein Arzt etwas von euch lernen. Ja, lasst ein bisschen Luft ans Gehirn. Jeder weiß mal, das Gehirn braucht Luft zum Atmen. So, da habt ihr einen Nachfolger. Hier brauchen wir noch einen Nachfolger. Wir haben schon potenzielle Nachfolger, aber können diese nicht aussehen, weil sie nicht als Ritter an unserem Hof dienen. Bam, bam, bada, bam. So, was wollt ihr denn von mir? Königreich der Westfranken. Mit meinem Cousin verheiratet. Eure Tochter, die hässliche? Ja. Überlegen, brauche ich von euch irgendwelche Gebiete? Nein, also könnt ihr auch euch mit mir verbünden. Juhu, ihr habt es geschafft, eine total unwichtige Stadt einzunehmen. Ich sollte meine Truppen wieder vereinen. Lauft! Schneller! Ein seltsames Geräusch. Ich bin 73 Jahre geworden und all meine Freunde sind da, um mit mir zu feiern. Ich nehme das größte Geschenk meiner Glückwünsche und es ist ein Speer. Schon wieder. Wird kleinwüchsig, ne? Und ihr seid die Bücklige, die wir geboren haben irgendwann mal.
Das sind die einzigen beiden in meinem ganzen, in meiner ganzen Dynastie, die Makel haben. Auf den Pfad des gehornten Gottes. Mein teurer Freund, König Manuel II. Von Kastilien. Ihr habt das Vulgär-Sardinisch gelernt. Beeindruckend. Entsendet meine Grüße. Werdet mein Freund. D26, Krieg ist vorbei. Erschaffe das Fürstensbistum Latium, was der Papst nie erschaffen hat. Und jetzt natürlich eine schlechte Meinung von mir haben wird, weil ich das mache. Überlege gerade, ob ich Korsika, ich glaube, ich lasse Korsika fallen. Hallo, Schnuff, nein, ich bin orthodox. Und du bist im Urlaub, du solltest nicht schreiben hier. Korsika fallen lasse und dafür hinten Latinum, also Rom, auch zu meiner neuen Hauptstadt mache, der orthodoxen Kirche und von den Sardinen. Und hier die Sachen übernehme. Alles klar, geh einfach trinken. Wobei hier ist wieder verpachtet, ne? Das ist immer der gleiche Scheiß. Stopp, der Vasall, das ist der Vasall von Rom. Den will ich da nicht drin haben. Ich kann auch sagen, warum. Ich will ihn da einfach nicht drin haben. So, erzeugen wir mal Kontrolle. Dann sollten wir zuerst hier die Religion
umändern, Gemeinde bekehren. So, mit Lombardi kann ich nicht eine Mischkultur erzeugen. Bis dann, Papa. Hab noch einen schönen Urlaub. Jetzt habe ich eine zu viel abgegeben, das, obwohl es stimmt gar nicht. Ich muss nur das jetzt zurückholen. Tom, die Bewohner meiner Kultur heißen aber Sardinen. Weil ich eine eigene Kultur gegründet habe und die heißen Sardinen. Weil ich das selbst benannt habe. Da können die Sardinen ja gerne als Sarden bezeichnet werden, aber das würde ja bedeuten, dass das die sardinische Kultur ist, die es halt nicht ist. Aber danke. Du bist so gemein. Ja, es ist halt leider so. Das ist meine eigene Kultur. Das kommt vom Sardinischen und dem Baranischen. Und das ist die Kultur der Sardine. Tunesien, den Thunfischen. Das kann man natürlich nicht wissen. Du hast natürlich recht mit deiner Aussage. Kulturelle Aneignung von Tiernamen. Ja, Tunesien, den Thunfischen kommt als nächstes. So. Nur 44%? Dann lieber nicht, weil du wahrscheinlich ein Unzüchtiger bist und ein religiöser Eiferer. Religiöser Eiferer kann ich nicht zur Hexerei bekehren. Und für Turniere finde ich mich auch schon zu alt. Meine Verwandte Gina Maria hält mich breitgrinsend in einem Flur an. In den Händen hat sie zwei Angeln. Kommt heute an mit mir, lieber Ausdu. Ich verspreche, es wird euch gefallen. Ihr macht eine schöne Reise, ihr fangt einen Riesenfisch. Ihr habt nicht viel Spaß, ihr fangt den legendären weißen Karpfen. Ihr fangt einen Riesenfisch. Klingt nach einem guten Plan. Die Hexerei ist einfach eine Spielerei gerade für mich. Weil ich das noch nie gemacht habe, aber ich habe damit einfach zu spät angefangen. Früher war der Hexenzirkel mal sehr mächtig. So gibt der Fruchtbarkeit einen kleinen Gesundheitsbonus, Komplottstärke. Moment.
Komplottstärke für feindliche Komplotte plus 10, Komplottwiderstand für feindselige Komplotte plus 10. Aber 60% der Erwachsenen müssten... auf meiner Seite sein. Das ist halt leider nicht. Also beziehungsweise müssten Hexen sein. Und du musst auch wissen, dass das Hexen sind. Bin ich hier richtig bei der guten Unterhaltung? Ist das ein Raum weiter? Raum weiter. Hallo, wie sind Sie überhaupt reingekommen? Ich habe das ganze Zeug hier gepachtet. Für mich und meine Kollegen, wie hier Toni. Und der Celizar, der mich die Followerschaft gekündigt hat erst und gestern gefollowt hat, nachdem er tagelang hier im Chat geschrieben hat und dann meinte, du hast ich habe eine ganze Zeit Spiele gespielt, die ihn nicht interessiert haben und deshalb hat er den De-Follow-Button gedrückt. Richtiger Arsch. Das war heute auch das einzige Kurzvideo, was ich gut fand. Dass jemand beim Interview unterwegs ist und dann sagt, hallo meine Damen, wie genießen Sie den Tag heute? Und dann sagen die, ja, wir essen gerade Eis. Aber Sie haben uns falsch angesprochen. Sagen Sie doch, hallo Menschen. Das ist dann neutral. Dann geht ihr zu den Nächsten und sagt, hallo Menschen. Ihr habt euch jetzt angesprochen gefühlt davon. Und dann meinen die, ja, wir sind natürlich Menschen. Ja, das ist ja schon mal gutes Feedback. Was würdet ihr denn sagen, was eine tolle Anrede ist? Hey Arschlöcher. Weil sie meinte, Arschloch wäre nicht gegendert. Also beziehungsweise Beleidigungen werden generell nicht gegendert und deshalb sind die für alle Geschlechter gleich. Also kannst du mit Schimpfwörtern jedem Gendern aus dem Weg gehen. Also falls euch Gendern stört. Muss euch ja nicht stören, ihr könnt ja auch dafür sein. Müsste einfach anfangen, alle zu beleidigen, die ihr trefft. Wobei ich schon glaube, dass Arschloch männlich ist und Fotze weiblich. Weil sie müssten mal andere Schimpfwörter benutzen. Es gibt auch männliche Fotzen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja, wir müssen sagen, es gibt auch männliche Fotzen. Die aber nicht als männlich betitelt werden dürfen, weil wir sollten uns sicher sein, dass du nicht in der Lage bist, Kinder zu bekommen, aber die Erlaubnis kriegen müsstest von der Regierung, dass du Kinder bekommen darfst. Und es dir keiner verbieten darf, auch wenn du natürlich praktisch gesehen aus biologischer Sicht keine Kinder bekommen kannst. Oder so. Oh, jetzt habe ich was aufgemacht, ey. Jetzt werden bestimmt in nächster Zeit alle immer kommen und mich beleidigen am Anfang. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, dass ich das heute erzählt habe. Ich definiere mich aber als geborener Mann und dementsprechend könnt ihr mich mit Hey, du anreden. Meine Pronomen sind Hey und du. So wie ein Rowdy. Du gehörst nicht zu meinem Familienhaus, ne? Das ist doch super.
So, meine Tochter kann heiraten. Deine Pronomen sind Max und Power. Ja, man merkt halt, wann Leute Simpsons geguckt haben früher. Moment, aber wenn ihr jetzt hier einer der Orden seid, ach, ihr seid ein katholischer Orden. So, mal eben für Turnier geübt, weil ich da meine alle Ritter auf einmal verbessern kann. Im Kampf geschickt. 74. Wenn mein Instagram aufplimmt, das kann eigentlich nur sein, dass meine Freundin mir wieder Reels schickt. Auf dem Handy. Das schaue ich mir später an. So, wieder ein Artefakt in Auftrag geben, weil wir können uns das... Obwohl, nee, so reich bin ich zurzeit gar nicht. Aber lass uns noch eine Insignie produzieren. Ja, ich generiere auch gerade nicht so viel Geld wie vorher. Moment, ich bin... 74. Sagen wir mal, ich werde genauso alt wie meine andere Herrscherin. Zurzeit bin ich ja voll gesund. Alles ist cool. Ich könnte mich nur zu Tode trinken. Dann könnten wir eine Dynastieverbesserung holen. Sprachgelehrter, Kampfgeschick erhöht Ritter-Effektivität. Wo geht das denn hier hin? Privatarmee, maximale Anzahl von Kriegsfeuerregimenter plus 1, kann Hausgarde als Kriegsvolk anwerben. Kosten für Jagd reduzieren. Titelschaffung Kosten reduzieren. Gebäudebaukosten, mächtiger Vasall, mag ein eher. Domänenschwelle um 1 erhöhen. Das ist Schreckensruf, das fand ich jetzt nicht so. Gelehrsamkeit. Bessere Gäste werden angezogen. Wahre Gläubiger, Bürokraten. Mehr Meinung von Ruhmesjäger Vasallen. Ein Kampfgeschickverlust durch Alter. Erhöht die Werte mit dem Alter. Weniger Komplikationen während der Schwangerschaft. Ach komm. Haben wir schon Blut, dann machen wir auf Sippe. Mein Gott, wir werden einfach in der Dynastie Hunderte werden. Was für einen Anspruch hast du denn? Ein Anspruch in Kroatien. Kroatien ist, glaube ich, ein Verbündeter von mir. Oder? Oder auch nicht. Meine Nachfolge ist geregelt. Meine Nachfolge habe ich sogar um einen versetzt nach hinten, weil mein eigentlicher Sohn ja auch schon, also mein eigentlicher Erbe ist ja jetzt inzwischen auch schon 45 wieder. Ah nee, stimmt gar nicht. Moment, ich bin durcheinander. Falsche Person angeklickt.
Mein früherer Erbe ist 45, das stimmt. 35, vielleicht wechseln wir noch einen weiter runter. Aber ich hatte mich für den entschieden, weil der auch ein Genie ist. Aber mein jüngerer Prinz Marino ist nämlich auch ein Genie. Und alle wären Trunkenbolde. Balthasar, du musst nicht meckern. Gegenüber ist eine Familie letztens eingezogen, Ende letzten Jahres. Da ich auf Gesundheit bin, beziehungsweise in dem Bildungszweig, kriege ich ein Jahr vor meinem Tod eine Info. Das ist ein sehr schöner Vorteil. Also der Herrscher ist genauso von der Bildung fit wie seine Mutter vorher, die 81 Jahre regiert hat. Das war schon eine heftig lange Zeit. Wir werden den Vasallen übrigens zum ungläubig, ist mir egal. Zur Hexe machen. Bekehren wir dich auch zur Hexerei und dann werden wir den raushauen. Guten Abend, Niki von Riva. Wohlüberlegte Meinung. Ach, wegen dem Artefakt. Ich hätte da ein paar Vorschläge. Verwaltungsherausforderung 90, 94. Bin eine leicht höhere, aber wenn, dann versuchen wir natürlich eine sehr viel höhere Qualität zu kriegen. Sehr schön. Mein Freund bringt mir Ruhm und Geld. Wir haben zusätzliche Steuern bekommen von der Einnahme her. In 9 Monaten bist du eine Hexe, weil da muss ich nämlich meinen Priester nicht abziehen, um die Gemeinde hier zu bekehren. Sondern kann das halt darüber machen. Vielleicht den dann ein Kerker, ein bisschen Krieg führe, das geht schnell. Und ist halt super chillig.
Entschuldigung. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall bedeutend besser als das, was ich trage. Diplomatie pro Ruhmstufe wird erhöht. Frömmigkeit, Prestige, mächtige Vasallen, Ratsmitglied, Steuer. Also ist das Beste an den Dingern, die halten länger. Nein, wir konzentrieren auf die irdischen Dinge. Wobei... können wir inzwischen auch leisten, mich mit dem ein bisschen schlechter zu stellen. Und das Geile ist einfach, der Herrscher ist nochmal besser in der Bildung als mein letzter. Und ich dachte, 49 wäre schon nahe an der Grenze. Ach, was wollte ich noch sagen wegen Nachbarn? Es sind neue Nachbarn ja hier hingezogen letztes Jahr. Ich sage jetzt nicht, wo sie herkommen, aber wir sind ja hier ein Mietshausbereich mit ganz kleinen Vorgärten. Und von den neuen Nachbarn, die Kinder ballern hier in den Vorgärten so einen ab, dass ich die Fenster zumachen muss. Seit dem ganzen Tag schon. Heute sind ja 23 Grad. Auf irgendwie, ja, 4 Quadratmeter Garten. Und mein Hund rastet dabei aus, wenn die rumschreien. Ich hoffe, ihr hört davon nichts und werdet, fühlt euch nicht gestört. Aha, du bist eine Hexe! Gib mir deinen Titel wieder. Ach, ich hab's. Es ist wirklich so, dass das neue Besitztum bei einer Burg dann als Domäne gilt. Nicht schlimm. Kann ich auch jemand vergeben. Und der kümmert sich dann darum. So, wo waren wir? Titel aberkennen. Okay, er will doch Krieg. Macht nichts, ich habe Rom schon einmal niedergebrannt. Das schaffe ich auch noch ein zweites Mal. Aufnehmen und wenn es wirklich problematisch werden sollte, gibt es immer noch die Alternative, die Polizei anzurufen wegen Ruhestörung. Hab bei mir einen Nachbar, der hat einen Kläffer auf seiner Seite. Der hat einen Kläffer auf seiner Seite, das ist kein Fußgängerweg, aber auf meiner. Selbst an dieser Entfernung bellt er die Fußgänger an. Das haben wir ja auch. Also wir haben einmal vorne in der Ecke Mieter, da komme ich mit dem Hund nur vorbei und mein Hund bellt unterwegs nicht. Also Balthasar ist wirklich, ich habe so ein Schwein, der ist halt voll kein Kläffer.
höchstens, wenn er draußen was hört, was er nicht sieht, kläfft er mal. Und der ist halt leise als Mops. Aber hier vorne, der... Wie heißt der nochmal? Luis. Der Mann hat eh Angst vor Hunden. Das ist der Hund von seiner Freundin und seine Freundin kann sich da nicht durchsetzen. Und Luis bellt einfach schon, wenn er einen Hund auf... Wir stehen an der Ecke, der steht bestimmt 800 Meter entfernt. Da bellt Luis die ganze Zeit. Ich wollte mir jetzt darüber auch nicht so sehr aufregen. Aber es ist mir heute einfach so massiv aufgefallen, weil es hier eigentlich immer sehr ruhig ist in der Nachbarschaft. Vor allem hier, sag ich mal, vor meiner Tür. Weil es ja hier Sackgasse ist. Danke, Dark, für deine 25 Monate Support. Also 2 Jahre und 1 Monat. Und ja, Zeit vergeht schnell. Aber nur weil Zeit subjektiv wahrgenommen wird. Umso mehr du in deinem Leben erlebst, umso kürzer wirken die Zeitspannen auf dich. Weil am Anfang ist nur alles neu. Deshalb ist auch, wenn du sehr viele neue Sachen machst in deinem Leben, bis zum Ende, kommt die Zeit langsamer vor, auch zum Ende hin. Ich bin auch gutmütig. Ich würde auch erstmal sagen, Entschuldigung, könnten Sie, ich habe hier die Fenster offen, weil mir in der Wohnung ist es halt ein bisschen warm, sobald draußen Hitze ist. Es wäre ganz schön, wenn Ihre Kinder vielleicht auf den Spielplatz gehen würden, der hier 350 Meter entfernt ist, verdammte Hacke. Lassen Sie Ihre Kinder auch da spielen. Da ist eine riesige Spielwiese. Sie müssen hier nicht vorne vorm Mietshaus sitzen, auf diesen 550 Zentimetern oder was auch immer, ihre Kinder da einfärchen und die ganze Zeit rumschreien lassen. Es gibt ein gemeinschaftliches Ding hier, ein paar Meter weiter. Nein, das habe ich nur geträumt, so. Ich bin total umgänglich als Nachbar. Mein Huftotor ist gestorben. Ach mein Gott, hier sind aber wieder einige weg. Platz für ein Hofgenie. Kann alles weg, der Kram. Sehr gut. Moment, ihr seid gar nicht der Feind. Eigentlich hasse ich diesen Hund, er ist nervig, aber ist okay, ist nicht seine Schuld. Er wurde nur falsch erzogen und dennoch winke ich höflich dann die Nachbarn zurück, wenn sie es tun. Wirst du das neue Zelda streamen? Das wurde ich gestern schon häufig gefragt. Ich würde nein sagen. Aber ich habe gesehen, man kann sehr viele lustige Perversitäten in dem Spiel bauen. Deshalb sollte ich vielleicht das doch spielen. Aber eigentlich eher nicht. Beweise dafür, dass ihr euch mit den Dämonen eingelassen habt.
Macht nichts, kann ich auch zur Hexerei bekehren. Wie kann ein Podestgegenstand bei einer Belagerung Schaden nehmen? So, Gutsherrschaft. Und warum passieren so viele Sachen auf einmal? Ich habe euch doch gar nichts getan. Vor allem streamen ja, sag ich mal, alle Zelda im Moment. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der kein Zelda gerade spielt. Und vielleicht ist das auch mal ganz gut so. So ein Arsch, der hat mein Geheimnis veroffenbart. Das ist ein Verbrechen der, gegen die orthodoxe Kirche. Meine eigene Kirche. Machen das Herrscher nicht so? So, dank dem Titel ab von Rom. Dann die Kontrolle in Rom steigern. Und alles wird gut. Rom hat einfach eine sehr hohe Entwicklungsstufe mit 32. Deshalb kann ich hier ein bisschen besser Geld generieren. Wobei, ich sollte die Kultur von Rom vielleicht nicht verändern. Weil ich glaube, dann verliere ich einige von den Gebäuden, die da drin stehen. Ich weiß nicht, was dann mit denen ist, dass ich die nicht mehr benutzen kann oder so. Weil die Kultur von Rom einfach weiter ist. So, dann sind die Burs dran. Zuletzt war Gutsherrschaft. Alle Wirtschaftsgebäude des Frühmittelalters freischalten. Das fällt alles unter. Nee, stimmt nicht. Das sind die Wirtschaftsgebäude des Frühmittelalters. Festmann in diesem Besitztum wird billiger. Pachthaushaltaktivitäten, die in diesem Besitztum veranstaltet werden, erhöht die Belohnungen. Erhöht die Jagderfolgschance. Steueramtsstufe erhöht die Steuern. Aber das will ich ja eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich später
hier ein Gelände haben, was mein Militär verbessert. Zelda ist definitiv nicht für Mädchen. Ich habe den ersten Teil super gerne gespielt, weil es eine perfekte Comic-Kombi war zwischen Action und halt auch mal ab und zu ein bisschen knobeln. Nein. Ich bin ja was anderes. Muss noch mal gucken. Necronomicon. Ich hatte auch gehustet beim Sagen der Gehornten Gott. Aber was wäre denn das Adjektiv von Necronomicon? So. Dämonisch. Heißt die eigentlich nicht Necromonga? Die Necromongas sind von Riddick. Und ich glaube nicht, dass die das Necromonicon als Bibel führen. Ich weiß es nicht, ich müsste jetzt wirklich nachgucken, aber es ist ja, kann auch sein, dass in Riddicks Welt das, aber ich glaube, Necromonga kommt daher, weil das ja Leute sind, die den Tod daher ersehnen und irgendwie damit so eine Verbindung haben. Invasionskriegsgrund. Macht der folgenden Eigenschaftsnotungen ehrgeizig untreu mit folgenden Auswirkungen. Meinung von Orthodox plus 10. Zufrieden, loyal sind Sünden.
Da müssen wir in der nächsten YouTube-Folge gucken, wie wir den Glauben zusammenbauen. Sonst überziehe ich jetzt wieder so massiv in der Folge.